Das Wort hat nun Herr Holster. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eins vorweg, jeder Gewaltvorfall an einer Schule ist einer zu viel. Unsere Bürgerschaftspräsidentin, Frau Veit, hat es 2009 sehr treffend gesagt, wenn ich Sie einmal zitieren darf, Frau Veit, erst hinsehen und dann handeln muss das Motto sein. Die damalige CDU-Regierung hat einen völlig richtigen Schritt getan, die Meldepflicht für Gewaltvorfälle an Schulen einzuführen. Nur, wie hat denn die CDU-Regierung damals diese Zahlen in der Vergangenheit bewertet? 2008 wurden 372 Gewaltvorfälle gemeldet. Und bereits damals hatte die SPD-Fraktion bezweifelt, dass diese Zahlen der Realität entsprechen. Wenn wir mal vergleichen, eine andere große Stadt, nämlich die Hauptstadt Berlin, die hat 2007 1735 Gewaltvorfälle registriert. Und wenn man das mal sich in Relation setzt, dann muss man doch sagen, dann kann doch die Zahl von 375 nicht mehr der Realität entsprechen, sondern das muss wesentlich höher sein. Schon damals hat man geschätzt, ungefähr 800 Gewaltvorfälle müssten auch an Hamburger Schulen passieren. Wenn wir dann auf die Zahlen von 2009 sehen, dann stieg die Anzahl der gemeldeten Gewaltvorfälle auf 502. Und wieder hat die SPD-Fraktion große Zweifel an dieser Zahl. Ich darf hier einmal unseren Fraktionsvorsitzenden zitieren. Herr Dressel hat gesagt damals, diese Zahlen sind nur die Spitze des Eisbergs. Viele Taten werden nicht gemeldet. So, und jetzt, ja, er hat schon, er sagt immer gute Sachen, unser Fraktionsvorsitzender. Ja, ich spreche zum Thema und jetzt hören wir doch mal, was hat denn die damalige Regierung dazu gesagt, zu diesen Zahlen. Das Meldeverhalten der Schulen dokumentiert, dass die Meldeverbindlichkeit und die Anzeigepflicht für alle Straftaten vermittelt werden konnten. Eine absolute Fehleinschätzung war das damals. Im Jahre 2011 haben wir jetzt 829 Gewaltvorfälle registriert, 829, die Zahl ähnlich habe ich ja eben schon einmal genannt. Jetzt haben wir hingesehen, jetzt haben wir die realen Zahlen, wie wir sie tatsächlich an den Hamburger Schulen auch haben. Herr de Vries, Sie sprechen von steigenden Zahlen, das ist schlichtweg unseriös. Und wenn Sie jetzt in Ihren ganzen Pressemitteilungen immer den Senat auffordern, er handelt nicht genug, dann kommt das doch wie ein Bumerang auf Ihre Seite zurück. Denn Sie haben doch eine wunderbare große Anfrage gestellt und da können wir alles nachlesen, nämlich die ganzen Präventionsprojekte, die Sie, die alte CDU-Regierung schon richtigerweise angeschoben hat. Ich nenne da nur ein paar, die stärkere Vernetzung von Schule, Polizei, ASD, Präventionsprojekte, Cop4U, alles richtige Dinge, die jetzt weiter fortgeführt werden. Und wie läuft das in der Praxis eigentlich ab? Ein Gewaltvorfall wird gemeldet von einer Schule. Dann werden alle möglichen Institutionen, die ich eben auch genannt habe, Rebus, ABER, ASD, das Jugendamt, eingeschaltet. Und diese bessere Vernetzung, die greift jetzt nach vielen Jahren. Die ganzen Institutionen müssen auch lernen, besser miteinander umzugehen. Und das ist der richtige Schritt in dieser Angelegenheit. Und ich weiß nicht, wie oft Sie, Herr de Vries, Schulen besuchen, aber mein Eindruck ist es, dass wir bisher eine wesentlich größere Sensibilisierung bei Lehrerinnen und Schülern erreicht haben. Die Zahlen sagen es auch. Wir schauen nicht mehr weg, wir sehen jetzt hin und wir handeln jetzt. Vielen Dank.